Schönen guten Abend, schönen guten Tag. Ich bin Minister Kosch und ihr seid bei meinem Let's Play für Expeditions Vikings. Ja, in der letzten Folge sind wir gerade über eine, wie es scheint, Räubertruppe gestolpert. Wir hatten ja uns um die Wölfe gekümmert, ein paar Holzstämme für unser Schiff gesammelt. Und hier haben wir eindeutig ungebetene Gäste in unserem Wald. Und wir müssen jetzt mal schauen, was wir mit denen machen können. Wir haben also 5 Gegner. Das ist eine ungeschulte Bürgerin. Dann noch 2 Schurken. Eine weitere ungeschulten Bürger und ein Heiler. Okay. Wie es aussieht, wurden wir überfallen. Wir haben nicht die erste Aktion. Kosch wechselt mal bitte auf den Speer. Aslaf geht natürlich wie üblich vor, aber er kann gar nicht gehen. Aslaf kommt hier nicht raus. Kann Nefja mal bitte zur Seite gehen? So, jetzt können wir Aslaf vorschicken. Hier ist ein Hindernis mit den Gebüschen. Aslaf geht bitte dahin. Gunnar passt mal hier unten auf. Nefja bleibt da stehen. Kosch ist hinter Aslaf, das ist gut. Und Thorfinn, der immer noch keine Waffe hat. Und mit dem ich praktisch nichts machen kann. Ja. So, Ketil geht bitte dahin. Roskva kann da stehen bleiben. Und Nefja geht bitte dahin. Nein. Verklickt. Ja. Na gut. Bitte die Runde beenden. Oh, da hinten sind noch 2. Oder waren das? Nee, das waren die, die wir schon kamen. So, Aslaf blockt. Ist jetzt flankiert. Ist halb tot. Okay, die ungeschulten Bürger machen kaum Schaden. An Kosch wurden hier gerade mal 3 Schaden gerade gemacht. Aber mit Aslaf haben wir ein kleines Problem. Den Schurken müssen wir auf jeden Fall killen hier. Und hier unten sind sie nicht lang. Okay. Una, geh bitte mal, flankier bitte mal diesen Schurken. Dann Ketil. Bitte mal den Schurken behaken, sodass da der Geplagt-Status drauf geht. Ah, der ist ja schon fast tot. Gut, jetzt ist er ganz tot. Und Gunnar ist jetzt blutdürstig. Was macht das nochmal? Blutdürstig. Er macht 10% mehr Schaden jetzt. Okay. So, Nefja. Wir haben hier einen Schurken, da 2 Bürger. Gut, dann geht Nefja bitte hier hin. Geht auf den Schurken drauf. Genauso wie Aslaf. Aslaf bitte. Dann stirbt die Schurken. Und Röstra heilt bitte Aslaf. Genau. Dann ist der wieder voll da. I can fix this. Good. Und bleibt noch Kosch. Könnt ihr jetzt auf den Bürger einhauen, aber wir machen mal Tyrs Gunst, sodass die Schadensreduktion gesteigert wird. So, und Thorfinn macht halt nichts.
Bürger machen kaum Schaden. Und die werden wir jetzt erledigen. Bitte noch und dann dürfte der Bürger auch tot sein. Ja. So, dann kann Kittel mal vorlaufen und den Heiler schießen, dass da schon mal geplagt drauf ist. Und können wir noch was anderes machen? Ja, entdeckt können wir auch noch machen. Ja. Weil der wird vermutlich wieder demoralisieren gleich machen. Und Kettil könnte tatsächlich nochmal schießen. Ja, dann macht es bitte. Gut. Rusk, wir könnte was machen, aber. Naja. Gut, die Heilerin hat so einen kleinen Angriff noch gemacht, aber kaum Schaden verursacht. Gesiegt. Keine Verletzungen, schön. Kettil tippt einen der Toten mit dem Stiefel an. Ich kenne diesen Mann. Das ist einer deiner Sklaven. Ich habe ihn in der Nähe deines Langhauses gesehen. Ich glaube sogar, dass sie alle deine Sklaven sind. Sie müssen während des Raubzugs abgehauen sein. Sieh mal, der hier lebt noch. Sie haben sich die Freiheit verdient. Lass sie gehen. Verdient? Etwas verdienen kann man sich nur durch harte Arbeit oder das Gewinnen von Kämpfen. Versuchen und Versagen ist nichts, was einen zum freien Mann macht. Pah, sie waren miserabel ausgerüstet und ungeübt. Und dennoch haben sie gekämpft. Sie haben sich der Freiheit würdig erwiesen. Tja. Ich weiß halt nichts über diese Sklaven. Ich habe keine Ahnung, wie sie zu uns gekommen sind. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie behandelt habe, wie sie vom Clan behandelt wurden. Sie waren halt Sklaven. Und vermutlich wollten sie halt in die Freiheit. Wir nehmen sie wieder gefangen. Wir brauchen Sklaven für die Bauarbeiten ins Kern. Wir werden sie fesseln und zurückbringen. Ein paar Minuten später. Okay, jeder Gefolgsmann hat Fertigkeitspunkte erhalten. Du hast einen Sklaven erhalten. Die Moral von Gunnar ist gesunken. Okay. So, Torfin hat was zu sagen. Wir haben jetzt genügend Holzsorten gefunden. Wir haben jetzt mehrere gute Möglichkeiten. Bist du bereit, deine Entscheidung zu treffen? Lass uns mal noch weitersuchen. Ich glaube, wir haben noch nicht alle Holzsorten gefunden. Du wolltest ja bis zu 6. Wunderbar. Der Bau deines neuen Schiffes ist ein großes Projekt. Es ist wichtig, die richtige Holzsorte zu verwenden. Wir schauen uns noch weiter um. Sag mir einfach Bescheid, wenn du bereit bist, deine Entscheidung zu treffen. So, ich möchte gerne mal die Karte sehen. So. Hier unten waren wir nämlich noch nicht. Hier oben ging es, glaube ich, nicht hin. Ja, dann gehen wir mal hier runter. Haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Frage, wie wir da unten hinkommen. Wahrscheinlich müssten wir hier wieder hochgehen.
bin zu dumm, diese Karte zu lesen. Anscheinend ist die Karte anders ausgerichtet als die Kamera hier. Ich kann die Kamera aber... Ah, doch, so kann ich die Kamera drehen. Aber ich bin etwas verwirrt. Jetzt gehen wir hier hin. Ich hätte ja gerne, dass die Kamera so ausgerichtet ist wie diese Karte. Ich glaube, jetzt ist es so ungefähr richtig. So, dann müssen wir hier runter. Ja. Haben wir ein Kaninchen oder sowas? Eine Schlingenfalle? Und hier steht Live Arkonson. Ein erschöpfter Reisender hat sich an einen Baum gelehnt, um eine Verschnaufpause zu machen. Einige prall gefüllte Säcke mit Ausrüstung hat er achtlos an den Wurzeln des Baums abgestellt. Ja, bitte? Du schleppst eine ganze Menge Zeug mit dir rum. Hättest du Interesse an einem Tauschhandel? Seinem leichten Akzent nachzuurteilen, stammt der Reisende aus dem nördlichen Teil von Nütland. Nein. Ich hoffe nämlich, dass ich es gegen etwas Bestimmtes eintauschen kann, das ich aber leider noch nicht gefunden habe. Nun, was suchst du denn? Wenn du unbedingt wissen willst, ich suche meinen Bruder, falls er überhaupt noch am Leben ist. Vielleicht kann ich dir helfen, ihn zu finden. Er heißt Egil. Das Letzte, was ich von ihm gehört habe, ist, dass er vor ungefähr 5 Jahren hier vorbeikam. Danach verliert sich seine Spur. Ich kenne niemanden dieses Namens, aber ich werde mich für dich umhören. Wenn du ihn findest, verkaufe ich dir meine Ausrüstung, falls du sie möchtest. Okay. Ich habe noch ein Kraut, das ist aber hier noch nicht. Aber hier ist es auch zu Ende. So, ich glaube, hier waren wir aber. Haben wir hier Steinkreis? Du erinnerst dich an Alfdis als eine Frau von großen Anmut und Schönheit. Onkel Grimulf hat sich scheinbar nie von dem Verlust erholt. Ah, das sind Grabsteine, kann das sein? Okay. Grimulf war fleißig beim Holzsammeln für den Winter. Ein beachtlicher Vorrat ist übrig. Ah, jetzt haben wir hier diesen Bereich auch noch aufgedeckt. Okay, dann bleibt noch der Bereich da unten. Sieh mal, wie kerzengerade der Stamm dieser Echse gewachsen ist, dieser Esche gewachsen ist. Aus stabilem und schweren Holz wie diesem kann man imposante Schiffe bauen, die auch reichlich Stauraum für die Fracht bieten. Okay, wie viel haben wir denn jetzt? 4. Okay, 2 dann fehlen dann also noch. Kiefernholz ist nicht unbedingt die erste Wahl für ein Langschiff, doch es ist kräftig und biegsam. Vielleicht bietet es einen guten Kompromiss, was Geschwindigkeit und Frachtkapazität betrifft. Okay, das war die 5. Und dabei hätte ich gedacht, wir hatten hier alles schon abgesucht. Würde ich aber gerne nochmal nachgucken, als ob wir da irgendwie rankommen.
Wenn nicht, würde ich dann aber jetzt dann auch langsam Schluss machen. Wir müssen jetzt nicht ewig suchen. Wir haben jetzt 5 von 6. Ja, irgendwie geht's da hin. So. Auf der Waldlichtung sitzt eine Gruppe Männer um ein Feuer herum. Ihre Ausrüstung liegt verstreut herum. Die Männer wirken alle noch recht jung, aber kräftig. Es sieht so aus, als ob sie bereits seit ein paar Tagen hier sind. Oder sind die das, die Sigrid gesehen hat? Heil Oxel, wie ich sehe, habt ihr es euch hier gemütlich gemacht. Einer von ihnen, ein Bursche von vielleicht 18 Wintern, blickt vom Feuer auf und erhebt sich zum Gruß. Die anderen bleiben sitzen, werfen sich aber von der Seite Blicke zu. Heil Oxel! Wir hatten nicht einmal damit gerechnet, hier draußen jemanden zu begegnen. Wir dachten, es sei in Ordnung, hier unser Lager aufzuschlagen. Der junge Mann wirkt nervös und signalisiert den anderen, dass sie aufstehen sollen. Sie werfen einander kurze Blicke zu, dann erheben sie sich umständlich, offenbar unsicher, wie sie die Situation einschätzen sollen. Ganz ruhig, ich möchte euch doch nur ein paar Fragen stellen. Der junge Mann scheint sich zu beruhigen und gibt den anderen ein Handzeichen, worauf sich diese wieder zögerlich setzen. Entschuldigung, wir wollen keinen Ärger. Stell deine Fragen. Soll ich mich umsehen? Das wäre eine Prüfung auf Wahrnehmung, allerdings schwer. Wahrnehmung haben wir 6. Wir versuchen das mal. Sehen uns im Lager um. Ist fehlgeschlagen. Du siehst ein gehäutetes Reh rumliegen. Ein Teil des Fleisches wird gerade gekocht. Woher kommt ihr denn? Aus dem Süden. Und was macht ihr hier? Wir sind nur auf der Durchreise. Wir sind Händler. Wenn ihr Händler seid, führt ihr doch sicher Waren mit euch. Der junge Mann betrachtet das Lager und scheint dabei etwas zu suchen. Nur ein paar Felle, so 30 Örtuch Silber. Kommt schon, es ist doch ziemlich offensichtlich, dass ihr keine Händler seid. Lügner sind mir zuwider, deshalb verschwindet ihr jetzt besser. Der junge Mann reagiert verblüfft und sein Blick wird unruhig. Ich, klar, kein Problem. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach. Die Männer packen ihre Sachen und machen sich bereit zum Aufbruch. Okay, jetzt würde ich das jetzt zwar nicht gelöst, ehrlich gesagt, aber ja, dann war es zu spät. Die Quest haben wir abgeschlossen. Hier gibt es noch 2 Honig, das klauen wir denen jetzt, nachdem sie unsere Felle geklaut haben aus unserem Wald. Ein Speer haben sie auch noch hinterlassen. Okay. Hier steht noch irgendwas, aber das kann man nicht anklicken. Dann fehlt es jetzt nur noch ein Baum. Ich hoffe, der ist hier. Ja. Ah, eine dicke alte Ulme. Eine besonders massive Holzart. Daraus kann ich dir ein Schiff mit großer Ladefläche bauen. Gut, damit haben wir alle Holzarten gefunden. Und wir sollen jetzt mit Toffin sprechen. Das tun wir mal. Wir haben jetzt genügend Holzarten gefunden. Wir haben jetzt mehrere gute Möglichkeiten. Bist du bereit, deine Entscheidung zu treffen? Ich bin mit der aktuellen Auswahl zufrieden. Das ist eine große Auswahl. Okay, es gibt anscheinend 3 Eigenschaften von einem Schiff. Einschüchterung, das ist dann wohl eher ein Kriegsschiff. Dann Frachtkapazität und Geschwindigkeit. Wir hatten ja
vorhin gesagt, dass wir handeln wollen. Deshalb würde ich mal als Anforderung definieren, auf jeden Fall Frachtmittel mindestens. Wir könnten Einschüchterungsmittel, Frachtmittel und Geschwindigkeit niedrig machen. Das ist Frachtniedrig. Oder Fracht hoch und die anderen beiden niedrig. Nee, hier wäre die Einschüchterung niedrig. Also die Wahl zwischen dem Punkt 5, Fracht hoch, Einschüchterung niedrig, Geschwindigkeit niedrig. Ach, das ist ja auch Einschüchterung niedrig. Eigentlich bleibt dann nur eine Option übrig, nämlich Einschüchterung mittel, Frachtmittel und Geschwindigkeit niedrig. Weil der Rest ist überall Fracht niedrig. Und wo Fracht niedrig nicht niedrig ist, das Einzige, wo Fracht hoch ist, ist Einschüchterung niedrig. Das würde ich aber auch nicht wollen. Ne, dann machen wir so ein Mittelding. Einschüchterung mittel, Frachtmittel, Geschwindigkeit niedrig. Andererseits, häufig ist es ja so, dass man so ein Mittelding in Spielen ist dann irgendwie gar nichts. Wenn etwas hoch ist, sind die anderen beiden immer niedrig. In allen Optionen hier. Die einzige andere Option wäre Einschüchterung hoch, Fracht niedrig und Geschwindigkeit niedrig. Nee, ich bleib bei 2, so wie ich es erst wollte. Einschüchterung, Mittel, Fracht, Mittel, Geschwindigkeit niedrig. Und das ist dann das Eschenholz. Okay. Sehr gut. Ich komme dann mit ein paar Jungs zurück, um den Baum zu fällen. Du bist dir wirklich sicher? Ja, ich habe meine Entscheidung getroffen. Dann gehe ich nach Skjern zurück und beginne sofort mit der Arbeit. Komm einfach bei mir vorbei, wenn du noch irgendetwas brauchst. Gut. Dann lass uns mal nach den Quests schauen. Das ist das Quest-Tagebuch. So, wir müssen für das Langschiff noch nach Skjern zurück, zu Thorfinn. Hier müssen wir noch nach Riebe, das kommt dann später und das ist Grabräuber. Ja, im Übrigen, wie gesagt, beim ersten Durchspielen war ich bis Riebe gekommen. Und das Letzte, was ich dann erlebt habe, ich habe versucht, hier diese Grabräuber-Quest zu machen, aber ich glaube viel zu früh, weil mit Riebe war ich noch nicht fertig. Und die war, fand ich, sehr, sehr schwer. Da bin ich dann gestorben und dann habe ich aufgegeben. Das heißt, das ist dann das Letzte, was ich kenne. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir nach Skjern zurück. Und der Ausgang müsste dann ungefähr hier unten sein. Ja. Ich glaube, ins Kern ist es egal, wen wir mitnehmen. Ja, die Moral der Nacke Volksleute beeinflusst ihre Resistenzen. Versuche dafür zu sorgen, dass alle glücklich sind. Wenn ich herausgefunden habe, wie alle glücklich sind, habe ich auch den gordischen Knoten gelöst. Das ist ein sehr wertvoller Hinweis. Ich meine, es hat schon recht, wir müssen uns durchaus Sorgen machen. Zum Beispiel Aslife war ja die Moral sehr niedrig. Okay, Thorfinn. Seid gegrüßt. Ich habe Soni und Mägenbjörn in den Wald geschickt, um das Holz zu besorgen, das du für das Schiff ausgesucht hast. Jetzt musst du ihm nur noch einen Namen geben. Muss ich wirklich einen Namen vergeben? Fällt mir ein passender Wikinger-Name für ein Schiff ein? Irgendwie nicht, glaube ich.
Ich denke mal, dann lasse ich hier Dreki stehen, so wie hier steht. Ich habe keine Ahnung, was Dreki bedeutet. Ja. Ist bestimmt ein guter Name. Dreki it is. Klingt gut. Dreki. Ich werde Rurik Bescheid sagen. Vielleicht kann er ein paar passende Verzierungen schnitzen. Ja, das wäre eine gute Idee. Das ist dann auch das Ende der Folge. Und ich denke mal, beim nächsten Mal werden wir nach Riba aufbrechen und uns da mal umschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss.